Einmal ein junges Mädchen und ein junger Mann lernten sich in einer sehr schlechten, bösen Zeit kennen. Die Menschen schossen sich gegenseitig tot, zerstörten viele Häuser und Fabriken und es gab viel Leid in der Welt. Die beiden jungen Menschen heirateten in dieser bösen Zeit. Und weil sie sich sehr lieb hatten, wünschten sie sich ein Kind. Natürlich sollte es ein Mädchen sein. Und sie wünschten sich weiter, dass dieses Kind es einmal viel besser haben solle als sie und dass es in einer schönen, friedlichen Welt aufwachse. Viele Monate waren ins Land gegangen. Der Krieg war aus und die Menschen bauten sich eine neue Welt. Da ging der Wunsch der beiden jungen Leute in Erfüllung. Die junge Frau gebar ein kleines Mädchen. Ganz dunkle Haare hatte es. Und weil es die Mutter bei der Geburt so gequält hatte, wollte es der Vater zuerst gar nicht ansehen. Und er war richtig böse auf das kleine Menschenkind. So langsam aber wurde er neugierig. Und ehe der Tag vergangen war, hatte er es schon richtig lieb gewonnen. Und er war ganz stolz auf seine Frau und auf seine kleine Tochter. Da kam plötzlich ein schlimmer Tag für die jungen Eltern. Das kleine Mädchen hatte sich erkältet, begann ganz toll zu husten und es bekam auf einmal keine Luft mehr. Ganz blaurot war es schon im Gesicht und verdrehte die kleinen blauen Augen. Verzweifelt rief die Mutter nach dem Vater, damit er komme und helfe. Kraftlos lag der kleine Körper im Arm des Vaters. Was sollte er tun? Wie konnte er nur helfen? Er schlug mit den Händen auf den kleinen Rücken, hielt das Mädchen an den Beinen fest, so dass es mit dem Kopf nach unten hing, und immer wieder schlug seine freie Hand auf den Körper des Babys ein. Endlich, nach schier endlos währender Zeit, begann das Baby zu weinen. Langsam bekam das Gesichtchen seine normale Farbe wieder, Tränen liefen, nicht nur bei dem Baby. Hin und wieder hustete das kleine Mädchen noch einmal und dann schlief es ein. Es schlief sich gesund und Vater und Mutter weinten vor Glück. Der Tag der Taufe kam heran und weil die Mutter des kleinen Mädchens einmal bei der Post arbeitete, erhielt es den Namen Christel. Die kleine Christel war sehr artig und machte ihren Eltern viel Freude. Und so drollig war sie. Einmal hatte sie von der Mutter ein Brötchen bekommen und wollte zum Vater, der eine Treppe tiefer in seinem Büro saß. Eifrig lief sie die Treppe hinab, kam mit den kleinen Strampelbeinchen in Stolpern und fiel holterdiepolter die ganze große Treppe hinunter. Erschreckt kam der Vater aus dem Büro gelaufen. Ängstlich schaute die Mutter nach unten, um zu sehen, was wohl passiert sei. Da aber stand Klein Christel, hielt ein halbes Brötchen in der Hand und sagte nur traurig, »Iss er meine Brötchen putt?« Viele Kinder waren in der Straße, wo Klein Christel mit ihren Eltern wohnte. Liebe und auch böse, wie es ja überall liebe und böse Menschen gibt. Besonders die etwas größeren Kinder neckten die kleine Christel gern und versuchten immer wieder sie anzuführen. Einmal gaben sie ihr kleine Steine und sagten, das ist Geld, Christel, damit kannst du dir beim Kaufmann Bonbon holen. Durch sein großes Fenster hatte der Kaufmann aber alles mit angesehen und als nun Christel kam und die Steine hinlegte, da gab ihr der liebe Kaufmann viele bunte Bonbons. Und nun konnte die kleine Christel die großen Kinder auslachen, denn sie konnte etwas, was selbst die Großen nicht konnten. Sie konnte mit Steinen einkaufen. Ich sagte ja schon, dass Christel sehr artig und folgsam war. Die Mutter achtete aber auch sehr darauf, dass Christel alles befolgte, was sie ihr sagte. Na ja, manchmal musste sie natürlich auch schelten, wenn es auch sich auf der Straße gar zu schön spielen ließ und Christel nicht gleich gelaufen kam, wenn die Mutter rief. Und so musste sich Christel eines Tages auch mal in der Küche in die Ecke hinter den großen Küchenschrank stellen.
Gegen Mittag kam der Vater zum Essen nach Hause und, da die Mutter noch nicht wieder vom Einkaufen zurück war, setzte sich an den Tisch und las die Zeitung. Da kam die Mutter, deckte schnell den Tisch und fragte den Vater, »Hast du unsere Christel nicht gesehen? Ruf mal aus dem Fenster, damit sie zum Essen kommt.« Der Vater aber sagte, »Christel ist nicht hier und nicht auf dem Hof. Ich dachte, sie wäre mit dir zum Einkaufen gegangen.« Da überlegte die Mutter, stutzte, schlug die Hände zusammen und sagte, »Ach du lieber Gott, ich habe Christel ja in der Küche in die Ecke gestellt.« Schnell liefen die Eltern in die Küche und hinter dem großen Schrank, ganz an die Wand gedrückt und zusammengesunken, kauerte Christel und schlief. Sagt mal, hättet ihr auch so lange so still in der Ecke gesessen? Noch nicht ganz 7 Jahre war Christel, da bekam sie ein kleines Schwesterchen. Die Gusch nannte sie es, weil es so ein rundes, dickes Gesicht hatte. Wie freute sie sich über das Schwesterchen. Andauernd stand sie am Körbchen und spielte mit ihm. Als das Schwesterchen getauft wurde, durfte Christel auch mit in die Kirche. Das Schwesterchen erhielt den Namen Martina und von Anfang an behauptete es sich und setzte sich durch. Andächtig lauschten alle den Worten des Pastors und Klein Christel sprach laut das Glaubensbekenntnis mit. Selbst der Pastor schmunzelte, als Christel von den Lebendigen sprach, die da von Gott gerichtet werden sollen. So fleißig Christel zu Hause war, so fleißig war sie auch in der Schule. Und da sie immer viel lernte, bekam sie auch immer gute Zensuren. Viel zu schnell verging die Zeit in der Schule. Christel war schon ein großes Mädchen, ja eine kleine Dame geworden. In eine große Stadt kam sie, um hier zu studieren und später einmal Lehrerin zu werden. Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, wer diese Christel ist, dann will ich euch noch sagen, dass sie in dieser großen Stadt einen großen Mann kennengelernt hat, dass die beiden geheiratet haben, dass sie 2 liebe kleine Mädchen bekamen, die sie Steffi und Annette genannt haben. Und nun sagt mir einmal, wer ist diese Christel? Und vielleicht wisst ihr auch noch, wie der große Mann heißt, den die Christel geheiratet hat. Und wer es zuerst weiß, der darf sich vom Opa ein Stückchen Schokolade abholen. Und der zweite Sieger bekommt auch ein Stückchen, weil ja nicht jeder der Erste sein kann.